Ihr habt ja das ganze Festival-Motto Dream genannt und ich freue mich dann, dass das Prinzip der Wiederholung sozusagen jetzt ein Teil von dieser Idee von Traum sein kann. Denn im Traum ist man vielleicht in einer Art anderen Welt oder Trancezustand. Es kann auch ein Tagtraum sein und diese Modelle der Wiederholung, die sich durch alle Zeiten eigentlich ziehen, weil ein Bogen geschlagen wird von der alten Musik zur ganz zeitgenössischen Musik, denn wir haben auch in dem Konzert eine Uraufführung von einem Werk der griechischen Komponistin Konstantia Gurzi mit dabei. Super. Wie oder wo hast du Konstantina kennengelernt? Oder? Also, sie ist eine gute Freundin von Nils Mönkemeyer, einem Bratschisten, mit dem ich zusammenarbeite. Wir haben ein Duo zusammen und wir hatten ein Duo-Programm entwickelt und hatten quasi kein Repertoire für unsere beiden Instrumente oder kein originales Repertoire. Ja. Und dann sind wir auf Konstantia gekommen, die hat ein Stück umgearbeitet, Messages Between Trees, was eigentlich ein Bratschen-Solo ist, da hat sie ein Duo draus gemacht. Und dann hat sie uns ein zweites Stück gemacht, Dance for Two heißt das. Und das war sogar der Namensgeber für unser Album Dance for Two, weil wir haben tatsächlich ein ganzes Album aufgenommen, nur für Bratsche und Flöte. Und ich war einfach fasziniert von der Zusammenarbeit von ihr, weil sie so geerdet ist als Person. Also sie bringt wirklich die Wurzeln von ihrem Land mit. Ich war jetzt in den letzten beiden Jahren auch in Griechenland im Urlaub mit der Familie, habe das Land auch von innen kennengelernt. Ich habe auch die sagen wir, Riten gesehen des Landes, die Tänze. Da waren sehr viele Taufen im Sommer und alle sind da groß und klein auf den Beinen. Und sie hat eben diese Tänze auch in ihre Musik mit eingebracht. Und mir ist aufgefallen, dass die zum Teil gar nicht so schnell sind, sondern manchmal ziemlich langsam, aber unglaublich energetisch. Wow. Und das hat sie eigentlich in ihren Kompositionen eingebracht. Und ich dachte, eigentlich passt das zu diesem Repeated-Thema sehr gut dazu, dass sie eben auch dieses Volkstümliche und sich Wiederholende und sehr Körperliche vielleicht in eine Komposition für Flöte und Orchester mit einbringen könnte. Ja, so griechische Tempo. Das ja, kennt genau. Man von ja. Einer griechischen Urlaub. Das dauert ja. Eine Woche, bis so man... Ist es. Also das ist super. Mm. Ich mag sehr zeitgenössische Musik auf historische Instrumente. Du hast ja. Unheimlich viel Erfahrung damit. Kannst du vielleicht ein ja. Bisschen erzählen, warum oder wie ja. Ist das anderes vielleicht von anderer Komposition? Also natürlich hat das eine Tradition und unser Flötenmeister Franz Brüggen hat ja so ab den 60er Jahren sehr viele Komponisten angesprochen, hat sich viel für sein Instrument komponieren lassen und dadurch eigentlich das Instrument weitergebracht, weil er es erforscht hat in allen auch physikalischen Prinzipien. Alles, was man sich nicht hätte denken können, hat er sozusagen an Klängen da herausgebracht. Und ich habe ja in Amsterdam studiert, lange Jahre in den 90ern bei Walter von Hauwe, also einem Brüggen-Schüler, der einfach sich extrem eingesetzt hat für die zeitgenössische Musik, für unser Instrument. Es ist ein Blockflaut-Catalog entstanden mit unglaublich vielen Werken für die allerabstrusesten Besetzungen, die man sich nur denken kann. Das heißt, eigentlich die Menge an Werken für die Blockflöte in der zeitgenössischen Musik ist fast mehr als das, was wir in der alten Musik finden heute. Das hätte ich nie gedacht. Ja, und es gibt ja auch neue Entwicklungen für das Instrument, also Klappenflöten, Flöten, die harmonisch überblasen, die ganz andere Prinzipien haben. Es gibt sehr viel Werke für Elektronik und Flöte. Und für mich hat es viel gebracht, weil ich die Technik meines Instruments extrem weiterentwickeln konnte, mir das auch in der alten Musik wieder neue Wege eröffnet hat. Und ich denke, dass überhaupt das Repertoire für diese wunderbar klingenden historischen Instrumente erweitert werden kann um das.
Und so kam es, dass wir am Mozarteum da machen wir seit einigen Jahren in Siena an der Accademia Chigiana Meisterkurse, dass wir den Meisterkurs erweitert haben um neue Musik. Wow. Und wir haben gesagt, es sollen junge Komponisten aus der ganzen Welt kommen und für die alten Instrumente komponieren. Da sind ganz tolle Sachen rausgekommen. Das finde ich genial. Findest du, dass das wirkt auch andersrum, dass die Komponisten auch was lernen von den historischen Instrumenten? Weil in meiner Erfahrung, das war immer, dass sie haben komponiert, wie sie normalerweise komponieren würden und nicht wirklich in Betracht gezogen haben, die Sonderheiten von den Instrumenten. Ja. Also solche Akademieprojekte finde ich eine sehr gute... Deswegen, dass sie wirklich lernen, wie funktioniert eine Darmsaite, was kann eine Gambe alles machen? So ein Instrument haben die wahrscheinlich vorher nie in der Hand gehabt. Und Vittorio Guglielmi hat dann Wen Chen Wei, das ist ein Student aus meiner Klasse, der kommt aus Taiwan und ist auch Komponist, hat eine Gambe geliehen und der ist dann einen Monat lang in Klausur gegangen mit dem Instrument und hat Gambe spielen gelernt, um einfach zu kapieren, wie ist das Prinzip dieses Instruments, und er hat dann eben auch ein Werk für Gamben geschrieben. Und das hat uns wieder bewogen, auch im Mozarteum ein neues Festival zu gründen, was jetzt auch am Early Music Day startet. Ora heißt das, also jetzt auf Italienisch, also nicht Ora et Labora, wo wir sozusagen gesagt haben, wir wollen Zukunftsmusik machen aus 5 Jahrhunderten, also wirklich Early Music, aber auch ganz neue Musik für die alten Instrumente, und gesagt haben, wir wollen nicht in unserem Elfenbeinturm sein und sagen, wir wissen, wie es geht und wir spielen nur untereinander, sondern wir wollen uns mit den Komponistinnen vernetzen, wir wollen uns mit den klassischen Musikern vernetzen, mit der Volksmusik bei uns im Haus, mit dem Jazz, dem Musiktheater. Und denke ich, ist eine Richtung, die uns sehr wichtig ist, dass alte Musik wirklich jetzt ist. Das ist genau unser Motto hier in Samos, und ich freue mich unheimlich, freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Ja, ja, und dass du unser Eröffnungskonzert mit uns feiern würdest. Ja. Das ist wirklich genial. Was wird noch im Programm gespielt werden? Also bleiben wir vielleicht erstmal bei der zeitgenössischen Musik. Da ist natürlich naheliegend das Minimal Music Stück, was quasi Geschichte gemacht hat und die Minimal Music angestoßen hat, mit ins Programm zu nehmen. Wir können es nicht aufgrund der Zeit nicht ganz spielen. Das ist das berühmte In C von Terry Riley. Er gilt als der Urvater der Minimal Music. Und eine Freundin von mir war mit dabei zu seinem 70. Geburtstag in der Carnegie Hall, hat sie mit ihm gespielt. Phil Glass war mit dabei. Und das Stück ist ungemein faszinierend. Und ich habe es jetzt öfter auch mit meinem Ensemble 1700 gemacht. Wir haben viel Spaß dabei gehabt, weil es auch jedes Mal anders ist. Und dieses Prinzip der Wiederholung einen in so eine Art Trance-Zustand, fast auch als Spielende, bringt. Das ist im Programm, es ist von Ligeti das Continuum für Cembalo mit dabei, also was so einen extrem irisierenden Klang entwickelt und eigentlich den Effekt hat, dass man denkt, die Zeit steht still. Man hat eigentlich keinen Parameter mehr, wie lange hat das jetzt eigentlich gedauert? War das 5 Minuten oder 10 Jahre sozusagen? Und das ist auch so ein Effekt von dieser sich wiederholenden Musik, dass man irgendwie die Zeitparameter auflöst. Das finde ich sehr faszinierend. In der alten Musik habe ich sehr viel Antonio Vivaldi programmiert. Der König der wiederholende Töne vielleicht. Ja, weil er eben auch dieses Prinzip benutzt und einen vielleicht dadurch auch in so einen wohligen Trance-Zustand bringt. Es gibt ja ein Stück, was auch mit Träumen zu tun hat. Das ist das berühmte La Notte von Vivaldi, wo dann die Gespenster auftauchen und die einen umschwirren. Und das Stück endet ja mit einer Frage. Also es schließt eigentlich nicht ab und ist auch so ein bisschen ein offenes Perpetuum mobile, was die Frage stellt, sind sie da oder sind sie nicht da? Und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut daran. Ich freue mich sehr, weil ich finde, dieses Programm, das
das ist so eine Zusammenfassung von allen Ideen, die stecken hinter dieser Programmplanung von das ganze Festival. Also wir haben diese Trans-Ideen, die Träumerei und die Frage stellen für die Zukunft von historischer Aufwandpraxis oder Early Music. Ja. Also danke, das wird toll sein. Wunderbar.